Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Karriere hier auf meinem Kanal. Ja Leute, vorgestern kam noch Ibsburg-Karriere, auf einmal Düsseldorf. Ich habe es wieder geschafft, dass alle meine Videos weg sind und auch mein kompletter Account war weg. Da bin ich jetzt wieder reingegangen, aber irgendwie war alles wieder auf, musste wieder alles auf neu setzen. Also alle Sachen zurücksetzen, alle Daten. Heißt, wir haben keine Ibsburg-Karriere mehr, wir haben auch keine Formel 1 2018-Karriere. Genau das gleiche wie in 17 passiert ist. Wir müssen es halt weitermachen mit 19. Dann kommt jetzt eben heute eine Düsseldorf-Karriere. Morgen dann F1 2019, da wird Düsseldorf und so weiter. Ja, ich kann leider nichts machen, es ist so passiert. Ich muss gucken, dass es nicht mehr passiert. Ich glaube, es liegt mir daran, weil ich die scheiß PS4 mal zu früh ausmache, bevor sie runtergefahren ist. Ist halt dumm von mir. Ja, es ist halt so, wir müssen damit klarkommen. Ja, wir haben hier unser Team, der hier darf direkt erstmal gehen, das sehe ich schon mal direkt. Dann haben wir Florian Kastenmeier und Florian Schock, beide Florians, da werde ich glaube ich beide behalten. Links haben wir Nicolas Gavori und Emmanuel Iowa, behalten wir glaube ich auch beide, sieht gut aus. Dann in der Innenverteidigung haben wir Hoffmann, Deweis, Siebert, Oberdorf und Quagi. Quagi ist nur verliehen an uns, aber ich glaube, den können wir auch fest verpflichten und dann verleihen, ist schon ein gutes Talent. Dann haben wir eben rechts Matthias Zimmermann und Ushino. Ich überlege vielleicht Matthias Zimmermann zu verkaufen, mir da eine 9 zu holen. Zentral defensiv haben wir Sobotka, Tanaka, Mbamba und Suso. Suso werden wir auf die Leihliste setzen, Mbamba können wir auch fest verpflichten, auch ein gutes Talent. Dann Flügel, ich weiß gar nicht, was die hier für Leute haben. Okay, links und rechts Mittelfeld. Ja, aber ich glaube, Dennis Jastrzemski können wir verkaufen. Isaac Bergmann Johannesson, richtig krasser Spieler, den behalten wir auf jeden Fall. Gucke ich umformen, ZOM oder ZDM, je nachdem. Danny Schmidt können wir verkaufen. Schinter Appelkamp natürlich behalten. Daniel Bunk auch auf die Transferliste setzen. Ich werde es hier genauso machen wie in der. Wie in den anderen Karrieren, wenn eben für gute Spieler, wie auch hier zum Beispiel einem Tanaka, Zimmermann, Appelkamp, Kastenmeier, irgendwelche gute Vereine kommen, dann werde ich auch gewillt sein, die eben abzugeben. Rechts haben wir Felix Klaus, den werde ich auch auf die Transferliste setzen, Tim Rossmann behalten, Vincent Vermey und Nimčić, denke ich, behalten wir auch beide. Ich überlege, ja. Wobei Vincent Vermey, ich weiß gar nicht, wie schnell der ist. Können wir mal ganz kurz im Entwicklungsplan, glaube ich, schauen. Weil ich brauche schon einen schnellen Spieler da vorne, das ist natürlich klar. Ja, der ist halt nicht so schnell, ne? Das ist halt eben das Problem. Pečinović können wir vielleicht auch nochmal fest verpflichten. Aber Vermey werde ich auf Transferliste setzen. Da holen wir dann einen schnelleren, neueren Spieler. Ja, dann werde ich jetzt hier die drei Spieler fest verpflichten. Die ganzen Verträge verlängern, anfangen Spieler zu verkaufen. Und ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir ein, zwei neue Leute dazu. Wir haben die drei Spieler. Jenan Pečinović für 620.000. Joshua Quagi für 1 Million. Und Noah Mbamba für 1,65. Alle drei sind unter Marktwert. Die drei werden wir jetzt fest verpflichten. Und damit haben wir alle drei Spieler fest verpflichtet. Mbamba werde ich hier auch noch behalten. Quagi und Pečinović werde ich dann auf die Liste setzen. Ihr habt es gesehen, alle Verträge verlängert. Außer von Tanaka, da habe ich es irgendwie nicht geschafft. Hat er abgelehnt. Ja, okay, mein Gott, können wir dann im Winter machen. Okay, wir haben Konstantin Grüne. Sehr gutes Talent. Und da unten ist auch nochmal ein gutes Talent. Der Hüseyin Yildiz. Ja, die beiden werde ich behalten. Die werde ich hochziehen und mal gucken. Vielleicht können sie immer einen Weg in die erste Mannschaft schaffen. Der Konstantin Grüne könnte sogar schon Ersatzteurer sein. Also, der sieht schon mal sehr gut aus. Die werde ich hier dann auf jeden Fall gut trainieren. Und ja, dann mal gucken. Die Position werde ich auch noch ändern von den ganzen Spielern bei uns. Aber neuen Scout vielleicht. Gut, außer wir haben jetzt einen richtig guten. Dann würde ich den behalten. Wenn ich kaufe, nochmal einen. Ja, Einschätzung. Ich glaube, Einschätzung ist das, was wichtiger ist. Wir können nochmal gucken, Einschätzung, besser, findet bessere Profis. Ja, das ist eben gut. Wir könnten nochmal einen so für 3 Millionen kaufen. Hier den Luis Delorme, würde ich sagen, holen wir uns den. Dann schicken wir den Vincent, heißt der Vincent Schäfer, keine Ahnung. Auf jeden Fall nach Deutschland für 9 Monate. Hier, genau, Deutschland, 9 Monate. Ja, jetzt können wir da festlegen, welche Position er suchen soll. Keine Ahnung, such halt irgendwas. Machen wir Innenverteidiger links, rechts, zentral und ja, zentral. Genau, dann gehen wir das einmal ab. Mission starten.
Und hier den Delorme, de Luis, den schicken wir dann für 9 Monate. Nee, war ich falsch. Europa, Mitteleuropa, nach Frankreich für 9 Monate. Der darf dann zentral, offensiv, Stürmer und Flügel suchen. Und ja, dann passt das. Auch losschicken für 9 Monate. Ja, und dann mal gucken. Legen wir los. Vielleicht können wir nochmal, wie heißen die, hier die Mitarbeiter. Wo geht denn das hier? Nein, ich habe es irgendwo mal hier gesehen, glaube ich. Mannschaft, Taktik, Taktikvoreinstellung. Nö, okay. Anscheinend können wir auch hier keine Mitarbeiter verpflichten. Keine Ahnung, wo das gehen soll. Hallo, ich will einfach nur Mitarbeiter verpflichten. Ich will einfach nur zeigen, wo hier Mitarbeiter geht. Aber anscheinend kann man keine Mitarbeiter... Nö, okay, gut. Da können wir halt keine. Ist halt so, würde ich sagen, weiter simulieren und gucken, dass wir irgendwelche Spieler verkaufen. Wir können jetzt die ersten Coaches verpflichten. Ich dachte, es geht meistens immer am Anfang von der Karriere. Aber du musst einfach ein bisschen weiter simulieren, dann geht es. Wir sind gerade bei Wissen. Jetzt hier bei Offensiv haben wir die Irmgard. Das ist eine Frau anscheinend. Die packen wir dann in die Offensive hier, genau. Wir machen natürlich noch weiter mit den ganzen Spielern. Weitere Coaches verpflichten, natürlich. Ich mache erstmal in jedem einen, das ist natürlich klar. Mittelfeld haben wir Mia Dupont. Die hat ansonsten alle schlechter, dann werden wir die verpflichten. Weil bringt ja nichts, wenn in anderen Statistiken gut ist, wo wir dann andere Leute brauchen, ne, die besser sind. In der Defensive haben wir Malte Hartmann, aber da ist einer genauso gut bei Torhüter. Heißt, den verpflichten wir hier. Torhüterspiel gucken wir auch nochmal schnell rein. Da ist es Jesult Larocher. Okay, den können wir auch nochmal verpflichten. Dann können wir gucken, ob wir nochmal einen verpflichten können. Ich glaube aber nicht mehr. Doch, können wir noch. Torhüter habt ihr einer 3. Aber echt, ansonsten sind die wirklich schlecht. Also bei Elfsborg und so weiter waren die, glaube ich, deutlich besser. Und bei Torhüter haben wir jetzt die volle Anzahl. Da hat einer nur 3. Ja, dann werde ich den auch noch verpflichten. Hauptsache, wir haben jetzt mal ein paar. Gucken wir mal, wie viele wir noch verpflichten können. Hier, jetzt sind wir im Mittelfeld wieder angekommen. Dann nehme ich dann den Milan Engel. Können wir auch nochmal reinpacken. Und im Angriff brauchen wir nochmal 6 Sterne. Geht jetzt nicht mit einem, aber da können wir nochmal den Theodor Ehne nehmen. Und nochmal einen mit 2 im Angriff, wenn wir nochmal verpflichten können, ja. Hier einen mit 2, Moritz Dressler hat 2, der kostet 1,75. Dann nehme ich den Oskar Schmidt, weil der ist am günstigsten. Dann haben wir im Angriff alles voll. Im Mittelfeld brauchen wir nochmal einen, wenn nochmal was geht. Jetzt geht nichts mehr, okay. Aber ich glaube, das reicht erstmal für den Anfang. Sind das gute Leute. Die können dann hier unsere Jungs dann gut weiterentwickeln. Wir haben auch schon viele Angebote. Die zeige ich euch dann natürlich erst, wenn es durchgegangen ist. Ja, Vorbereitungsturnier. Ich würde mal sagen, das mit dem wenigsten Preisgeld. Weil es ja meistens so ist, dass man das eh nicht gewinnt. Und vielleicht hier beim Beats Cup können wir dann auf jeden Fall was erreichen. Mal gucken. Samsunspor, der erste Gegner, die kennen wir ja schon aus der Karriere mit Elfsborg. Da ist ja ein deutscher Trainer, Thomas Reis. Das Team werde ich noch später mal umstellen. Aber ey, so klappt's. Wir gewinnen mit 2:1. Enchant trifft bei Samsunspor. Bei uns Vincent Vermey doppelt und ich will ihn verkaufen. Hull City ist der nächste Gegner. Ja, die sind auf Platz 4 wie auf 2. Teneriffa ist erster. Die haben 3:1 gewonnen. Mal gucken, vielleicht können wir nochmal einen Sieg holen. Und das machen wir. Es ist Marvin Mehlen bei Hull City wahrscheinlich. Und Longman treffen bei eben Hull City. Bei uns Klaus doppelt. Und wer trifft noch auf der Bank? Appelkamp. Also jetzt haben wir 2 Spielen, 2 Leute getroffen, die ich eigentlich verkaufen möchte. Ja, Vincent Vermeer und eben Klaus. Der letzte Gegner, Kayserispor, da müssen wir gewinnen. Aber ihr seht, Teneriffa hat eben ein Tor mehr. Entweder müssen wir die abschießen oder wir müssen gewinnen und hoffen, dass Teneriffa nicht gewinnt. Wir müssen aber erstmal gewinnen. Also alles außer eine Niederlage ist gut und wir gewinnen mit 2:1. Nimic und Appelkamp treffen bei uns. Mané bei Kayserispor und Teneriffa gewinnt 2:1. Jetzt gewinnen die wirklich wegen einem Tor das Preisgeld und wir nicht. Das ist so bitter. Wir sind beim Pokalspiel gegen Ulm. Wir sehen noch 9 ungelesene Nachrichten. Klaus wechselt zu Lorient, 2,3 Millionen. Matthias Zimmermann geht zu Deportivo La Coruña, 2,85 Millionen. Jaschremski 1,7 zu Darmstadt. Vincent Vermey für 2,6 zu Köln. Dann haben wir noch Suso verliehen für 2 Jahre zu Unterhaching. Und Bunk geht für 460.000 zu Walshall. Jetzt haben wir ein Transferbudget von sage und schreiben 13 Millionen. Ja, ich habe gedacht, das ist noch ein bisschen mehr. Hoffmann verkaufen wir auch noch für 1,75. Also hätten wir so 14, 15 Millionen, denke ich.
Ich werde jetzt aber erstmal das Team umstellen. Wir haben hier einen, ja gut, wir können auch mit zentralem Mittelfeld und zentral defensiv. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber erstmal möchte ich jetzt die Formation ändern. Hier Taktik bearbeiten, ist ja logisch. Ja, das sind die ganzen Tutorials, weil ich das Spiel wieder neu installieren musste. Formation, alle Formationen anzeigen. Da möchte ich dann ein 4-3-3 mit zentral defensiv und Mittelfeld. Ja, genau, das möchte ich. Die defensive Taktik. Wir können auch gucken, dass wir irgendwie eine Taktik nehmen, wo dann auch vielleicht Bergmann ZOM spielen kann, Johannesson ZOM spielen kann vielleicht. Vielleicht geht er da von der Gesamtstärke auch nochmal hoch. Ich muss den Johannesson nennen, nicht Bergmann. Muss ich mir merken. Kastenmeier im Tor. Dann haben wir rechts halt eben noch Uschino. Wobei wir könnten auch Gabori reinpacken. Wir brauchen trotzdem noch einen oder zwei Außenverteidiger. Hoffmann und Oberdorf haben wir. Da packe ich mal Device rein. Deswegen verkaufe ich eben auch den guten Hoffmann. Dann haben wir im Zentraldefensiven Tanaka und eben Sobotka. Hier haben wir Johannesson im zentralen Mittelfeld. Dann haben wir im Sturm Nimic. Ah gut, wir haben noch Appelkamp, ne? Ja gut, vielleicht kann er auch Flügel spielen. Dann ist es eben kein Problem. Links Rossmann. Wir brauchen auf jeden Fall auf jeder Seite einen Flügelspieler und eventuell noch einen Stürmer und Außenverteidiger. Ja, da mache ich mich auf die Suche. Ich gucke mal in der zweiten Bundesliga rum. Dann zeige ich euch eben die Spieler. Ja, mal gucken, vielleicht verpflichten wir dann auch einen. Ich hoffe, wir können all diese Spieler holen für die Linksverteidigung. Miro Muheim vom Hamburger SV, 2,25 Millionen. Tim Lemperle für 2,85 Millionen. Dapo Afolayan, 2,8 Millionen. Und Jean-Luc Tompe, auch vom Hamburger Sportverein, für 1,85 Millionen. Matthias Bader wollte ich noch. Wahrscheinlich hole ich dann eher Mehmet Can Aydin, weil der auch recht günstig ist. Aber jetzt hole ich erstmal hier die vier Spieler. Wenn die dann klappen, dann noch mehr mit Can Aydin. Und dann müsste es eigentlich schon richtig gut aussehen. Vielleicht nochmal zentrale defensiven Mittelfeldspieler. Da haben wir halt eben nur Sobotka, Mbamba und Tanaka. Aber jetzt erstmal gucken, ob die vier Spieler überhaupt gehen. Jean-Luc Tombe geht noch nicht, aber ich warte dann eben, bis Hoffmann verkauft ist. Und dann werde ich ihn holen. Wir haben noch Danny Schmidt auf der Transferliste. Vielleicht geht er auch noch. Dann haben wir jetzt eben hier Muheim, Lemperle und Afolayan geholt. Ist erstmal am Anfang auf jeden Fall okay. Ja, wie gesagt, wenn Hoffmann dann noch geht, dann werde ich auf jeden Fall noch Dompe kaufen. Aber jetzt erstmal mit der 11 würde ich sagen, sieht das okay aus. Packen wir hier Afolayan erstmal links hin. Vorne dann Lemperle und Gavori nehme ich dann raus für Muheim. Ja, da kann ich dann eh noch gucken, wer links, wer rechts spielt. Aber das passt erstmal so. Wir gehen auch direkt rein in das Pokalspiel gegen Ulm. Ich habe auch wieder eingestellt, dass keine Entlassung passiert. Dass wir halt nicht eben entlassen werden. Jetzt werde ich erstmal das Spiel hier schnell simulieren. Ich habe nur noch eine halbe Stunde, um das Video zu schneiden. Oder eine Dreiviertelstunde, um das Video zu schneiden und auch hochzuladen. Wir kommen gegen Ulm weiter. Keller trifft bei Ulm. Bei uns Lemperle zum Start direkt doppelt. Wir sind beim Spiel gegen Köln und der Deal mit Dompe und Bader leider geplatzt, weil eben der Deal mit, jetzt sieht man sich mal, Hoffmann, kommt leider nicht zu uns. Ja, Bader hätten sie 2,6 akzeptiert, aber jetzt haben wir schon die Spieler gekauft. Wir sind beim Spiel gegen Köln. Hier machen wir Schluss. Ich würde sagen, das war's von dieser ersten Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das ist mir, Jungs. Haut rein, bis dann und tschüss.